Hallo Leute und willkommen zurück zu Soul Reaver. Ja, zuletzt bin ich ja hier stehen geblieben, hier in den Raum. Aber gegen Ende der Aufnahme ist mir so ein bisschen was eingefallen. Dieser Block da oben hat, glaube ich, mit diesen vier Schaltern zu tun, die wir noch aktivieren müssen. Die zwei Stück, die wir noch aktivieren müssen. Und dann halt oben diese Klamotten da lösen, wo ich schon zwei von gelöst hatte. Ja. Da in diesem Raum muss man dann halt erst später hin. Das heißt, da wo ich vorhin war, ist eigentlich, müsste es eigentlich weitergehen. Deswegen war ich doch ganz am Anfang richtig gewesen, da oben hoch. Ja, ja, ihr mich auch. Wenn ihr sowieso andauernd wiederkommt, bringt es mir ja auch nichts, dass ich euch andauernd platt mache. Ja, ja, so. Ach du kleines Drecksding. Mistvieh. So. Machen wir so. Mann, wo ging es denn jetzt hier weiter? Also ich muss hier oben irgendwo weiter. Ist klar, aber wo? Ja, normalerweise nur den Rohren nach. Dann ist man eigentlich schon in der richtigen Richtung. Ja. Hä? Ja. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Ja, die meinte ich halt, ne? Die sind halt mit der Platte unter uns verbunden. Ach, da bin ich noch gar nicht lang gegangen. Jo. Türen, solche Tore sind ja kein Hindernis für uns. Jo. Dann gehen wir mal hier erstmal lang. Naja, so. Hier wäre wieder ein Feuerchen. Gibt's nicht. Echt? Mann! Vielleicht bin ich sowieso tot. Schleck mich doch. Kann doch nicht wahr sein hier. Mann! Gibt's nicht. Jetzt muss ich erst gucken, wo wieder so ein Teleporter ist. Wenn die Kamera sich nicht andauernd drehen würde, ja, muss ich den ganzen Gang wahrscheinlich wieder komplett zurückgehen. Meine Herren. Ja, der hat den da unten nicht getroffen. Ja, weiß ich nicht, wieso. Ja, gucken wir erstmal hier lang. Alter.
Meine Herren, ey. So. Ja, hätten wir das Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob man das... Ach, Alter, geh doch einfach da hoch. Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen laut gerade ist. So. Na. Ach, Alter, das ist doch einfach nicht wahr, sowas. Leck mich doch, ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Mann! Mistviech. Und er hat mich schon wieder erwischt. Ja, das kann einfach nicht wahr sein, sowas. Ach, der leckt mich doch am Popo. Nun, öffne endlich. Öffne. So, und somit hätten wir denn die letzte Kuppel da kaputt gemacht. Hm. Nee, ich dachte... Ah. Ja, ich meine... Oh. Komm mal her, ja. Ja, man muss da ein spezielles Lied spielen, bin ich... glaube ich jedenfalls. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welcher Ton das war. Weiß ich bloß nicht mehr, welcher Ton das war. Ja. Das reicht sowieso nicht. Ach, dann leck mich doch, dann gehe ich auf die Welt. Tu mir da meine Seelen. Dann geht nämlich auch die Kammer für die Scherbe auf. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Muss ich bloß mal gucken. Die sind auch schon... Oh, Alter. Das gibt's nicht. Selber erstmal überlegen, welcher Ton das war.
Jetzt mache ich mal den äußeren. Brauchen wir kurz wieder volle Energie. Oh Mann, jetzt bin ich am Überlegen. Was war das für... Alter, das ist doch einfach nicht wahr. Wie schnell spawnt dieses kleine Drecksviech? Ist nicht wahr, sowas. Oh. Mittleren mal zu. Oh. Mach doch diesen bekloppten Schacht auf. Bleib doch am Leben, ne? Ist mir doch egal. Kann doch nicht sein, ey. Hauptsache, das Vieh ist jetzt nicht schon wieder hier im Gang. Obwohl ich ihn da runtergestoßen habe. Ansonsten muss ich gleich mal gucken, ne? Jetzt den mittleren, den ganz links, den ganz rechts. Ja, jetzt den mittleren noch ausprobieren. Also wenn ich alle anschalte, geht's nicht. Alter, in allerletzter Sekunde. Das ist es ja eben. Schaltet der sich denn halt noch um? Schaltet die Kamera sich denn noch um? Mach doch auf da. Ah.
Ja, muss ich mal kurz gucken. Ich weiß es leider nicht mehr. Scheiße, das könnt ihr ja sehen. Ja, ist egal, ihr seht jetzt kurz einen schwarzen Bildschirm. Sollt ja nicht unbedingt alles sehen hier. Braucht ja nicht unbedingt alles sehen, was ich hier so hab. Ach Mann, 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 Mann. Ja, ihr hört jetzt zwar den Sound, aber... Was ist falsch geschrieben? Was ist denn das falsch geschrieben? Hä? Ja, ich kann das jetzt auch leider nicht. Jetzt leider nicht abstellen, als dieser Sound da im Hintergrund läuft. Deswegen rede ich halt so ein bisschen lauter mit euch. Jo. Ach ja. Dot, 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 dot. Codes, Tipps, Tricks. Gucken wir da mal drunter. Na, 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 na. Tricks. Ja. Da, da, da. Items, je nach Charakter, wollen wir nicht wissen. Kraftglyphe. Wollen wir auch nicht wissen. Hä? Schall. Wasser. Hä? Nee, das verstehe ich jetzt aber nicht. Oh. Ach, Mann, 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 Mann. Mach's mal kurz anders, denn hört ihr nicht andauernd diesen Sound im Hintergrund. So. Ja, sorry Leute, aber das will ich jetzt schnell noch machen hier. Wenn die halt die Folge ein bisschen länger wird. Macht das jetzt um nicht auch, auch nicht unbedingt was. Also, ja, das ist noch viel zu weit zurück. Aber wo sieht man denn die ganzen... Schild. Schwingt danach in die Schlucht. Sprungtaste gedrückt oben. Schaut euch die Lücke wieder an. Schild. Jo. Kathedrale und Lücke. Dann dieses ein. Springt findet dann hier auch mal ein Schwein, was hier. Oh Mann. Ja, das hätte ich wahrscheinlich zwischen den Parts machen müssen. Wo müsst ihr nochmals die hier finden? Da bin ich wahrscheinlich. Ist ein Öffnen entstanden. Scheibe zersprungen ist. Ja, da waren wir doch auch schon. Die Zeit bleibt stehen. Wird einfach hier mit dem Sprint hier hinter dem Sprung. Für den nächsten Türen. Was passiert? Durch die Tür umgeht. Wenn wir Artefakt sehen, an das ihr nicht herankommen könnt.
Richten von Gitarre und durch das Gitarre springt hier. Was? Gang durch die nächste Tür und biegt im nächsten Raum nach links ab. Dort werdet ihr an das Fazit, sie nicht herankommt. Geht euch also nach rechts vor. Und schon wandert und durch das Gitter springt hier auf die gegenüberliegende Seite in die Nische. Aha. Was? Sobald ihr letztendlich geschafft habt, die vielen Blöcke in die richtigen Löcher zu schieben, werdet ihr sehen, wie das zuvor noch angeschlossen hat. Aha. Okay. Ja. Ups. Okay. Das war wohl ein Irrtum meiner Seite. So. Ja, wie gesagt, ich machte den Part vielleicht ein bisschen länger. Sorry, das war mal wieder kompletter Irrtum meiner Seite. Ich meine, irgendwas hat es noch mit den Sounds auf sich gehabt. Aber, scheint nicht so der Fall zu sein, so wie ich gerade hier da gelesen habe. Muss man einen Moment. So. In den Raum soll es doch ein Teleporter geben. Die reale Welt wieder zurück. Deswegen verstehe ich das nicht so richtig. Ja, aber wir machen jetzt erstmal das. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was überlesen. Ach nee, das öffnet das. Okay. Ja, dann muss ich nochmal kurz zurückgehen. Weil das Scherbenstück möchte ich mir jetzt schon gerne holen, bevor wir hochgehen. Das Scherbenstück, das will ich mir jetzt erstmal holen, bevor wir hochgehen. Ach man. Ich habe da aber nirgendwo was gesehen. Habt ihr da irgendwas gesehen? Oh. Verstehe ich nicht. Tja. Ach, du kannst mich jetzt mal gerne haben. Ich will jetzt einfach nur weiter. Na komm. Jo. Ah, bin ich jetzt mal gespannt, ey. Irgendwie hier auf der gegenüberliegenden Seite soll das sein. Gegenüberliegende. Da oben. Da kommt man ja auch nicht wirklich drauf, ey. Da oben ist er. Super. Jo, ja, und jetzt geht das wieder los. Müssen wir das erstmal wieder richtig sortieren hier. So.
Erstmal so. Dann so. Na komm. Hier. So, wie sieht's aus? So, bin ich jetzt hier irgendwo richtig oder nicht? Nee, das ist falsch. Sonst hätte es nämlich geklickt. Dann könnte er vielleicht da reinpassen. Ja, das war richtig. Jo, aber ich sehe schon, da ist das Bild. Auch noch so ein Teil. Jo. Muss das dahin? Ja. Das sind irgendwie immer dieselben Bilder. Jo, wie sieht das denn aus? Einmal so drehen. Jo. Der kommt da rein. Ja. Und der müsste dann ganz nach rechts kommen. Ja. Und der. Der könnte dahin kommen. Was heißt? Nein, runter. Jo. Ja, ja, du mich auch. Ja, wenn man dieses Rätsel hier gelöst hat, dann geht nämlich dieses komische Teil da auf, was wir draußen gesehen haben. Jo. Einmal so, wenn ich nicht richtig erinnere. Ja. Jo. Ja, und da kommen die nächsten Klötze, die man richtig einordnen muss. Jo. Passt das schon? Ja, das passt schon. Jo, der passt auch schon. Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt mit euch länger. Stückchen noch. So. Der dürfte normalerweise auch passen, aber der passt halt nicht. So. Naja. So, das haben wir auch. Ja, jedenfalls, wie ich gesagt habe, ich werde das mit euch auf jeden Fall zu 100% versuchen zu lösen, das ganze Game hier. Deswegen.
für mich auch. So. Ah, jetzt ist richtig. Ja, und vorwärts bitte. Ja, dann dürfte normalerweise das draußen jetzt aufgehen. Ja, tut's auch. Und somit haben wir dann das nächste Scherbenstück, um die Scheibe komplett voll zu kriegen. Ob hier sonst noch irgendwas ist. Nee. Gut. Jo, dann guck mal hier. No. Ach du kleines Drecksviech, ey. So. Und somit müsste denn auch unsere Energieleiste vergrößert werden. Ja, könnt ihr jetzt sehen. Ja, aber das war bei weitem noch nicht alles. Ich meine, die kann man 3 oder 4 Mal sogar vergrößern. So, dann haben wir jedenfalls hier alles erledigt. Geh doch durch da. Ja, könnten wir sozusagen dann in den nächsten Stock. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade immer, als ich eben gerade mal Internet geguckt habe, also so wirklich eine Hilfe zu den Scherbenstücken, habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich gefunden. So, wo war denn jetzt das Luftding? Ich glaube hier hinten, ne? Ach du kleines, mieses, kleines Mistviech. Nee, hier hinten war nichts. Na komm schon. Ich wollte nochmal kurz in der realen Welt hier gucken, ob hier oben noch irgendwas war. Weil das ist doch nicht umsonst hier. Hm. Mhm. Ist nur so eine Fackel hier? Hm. Hm. Komisch. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Hm. Ja, dann wollen wir mal weiter, ne? Nach oben. Tja, muss ich bloß mal überlegen, wie war das denn jetzt hier? Irgendwo war doch ein Raum, oder nicht? Hä?
Ja, es lässt sich gerade nicht so schön steuern hier. Jo. Ja, nu? Ach da. Ja, müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Naja, ich weiß schon, was das ist. Oh Mann. Ich hasse es. Ach komm, lass mich doch in. Oh du kleines, mieses Drecksviech. Mann, jetzt hat er sich nicht bewegt. So. Ja, aber Leute, so das Rätsel, das werden wir, denke ich mal, im nächsten Part trotzdem angehen. So, ja, yeah. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über diesen extra langen Part. Ja gut, ich habe jetzt ganz schön viel rumgemacht da. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Soul Reaver. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.